Hallo Freunde, heute sind wir wieder auf verlassenem Militärgelände, wieder von den Amis, ja, irgendwo in der Pfalz, und mal gucken mal, wo wir hereinkommen, und ja, dann sehen wir uns drin. Bis gleich. Wir sind jetzt drin auf dem Gelände. Es ist schon etwas größer. Hier gibt es einige Gebäude. Wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ja. Jetzt verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. Ja, und dann schauen wir weiter. Bis gleich. Wir haben uns jetzt entschieden, mit dem hintersten Gebäude anzufangen und uns dann nach vorne zu arbeiten. Hier ist auch wieder alles leergeräumt. Ich weiß, dass hier eine Kaserne war und was die anderen Gebäude waren, das muss ich noch recherchieren. Da habe ich noch nicht wirklich was drüber gefunden. Jetzt sind wir draußen. Das ist nochmal ein kurzer Überblick über das Gelände. Wir sind jetzt, wie gesagt, ganz hinten und wir arbeiten uns jetzt nach vorne durch. Ja, bis gleich. Irgendjemand mächtig gewütet. Das ist auch wieder nichts Spektakuläres. Wie man vielleicht hören kann, ich hoffe mal, dass ihr es hört, haben wir hier was gefunden, was irgendwie noch intakt ist. Gehen wir mal rein und gucken uns das an. Keine Ahnung. Ich glaube, das hat irgendwas mit diesem Rohr zu tun. Scheinen hier irgendwas noch mit Wasser zu machen. Keine Ahnung. Da haben wir noch eine etwas größere Halle. Auch nichts Spektakuläres, außer
doofe Graffitis. Jetzt auf Nahtoddraht. Sieht man hier auch öfters. Ja. Wieder so ein Punkt, woran jemand aus der Pfalz erkennen könnte, wo wir hier sind. Ja. Kommt da! Ja, das sind US-Maschinen. Da landet jetzt. Jetzt sind wir halt mal wieder im Keller. Wieder ein Heizungsraum. Alles her. Da gibt es hier glaube ich keinen. Sollten wir abgehen. Kommen die mir nur so niedrig vor, dass sie mir so niedrig die Tür. Ziemlich enges Treppe raus. Aber hier ist, wie ich mir gedacht habe, alles leer. In dem großen Gebäude waren wir jetzt kurz drin. Ja, man sieht ja auch kurz den Keller und ja, das erste Stockwerk, aber sind halt alle leer und sehen alle gleich aus. Gleich mal. Rauchen verboten. Ja, bestimmt. Irgendjemand kommt da gleich in die Ecke. Gehen wir von Sergej aus? Ja, Sergej ist es. Was haben sie denn da? Ach so. Guck mal. Das haben sie sich bestimmt als so einen Schutz aufgebaut fürs Paintball. Ja. Ja. Siehst du überall die Spuren von der Farbkugel? Ja. Die haben sich hier ein Gelände geschaffen. Oder ein Spielfeld, um Paintball zu spielen. Leute, wir sind jetzt fertig
mit der Tour. Wir haben uns ein bisschen was angeschaut, ja, und in alle Gebäude sind wir nicht reingekommen. Die waren verrammelt und das hier hinter uns zum Beispiel, da sind wir auch nicht rein. Da ist alles total schwarz, hat es gebrannt und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mir auch auf Instagram und Facebook folgen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.